Jan? Ja? Komm mal her. Ja? Ah, oh, großartig. Ein Riesenvogel, was? Ja, der ist genau richtig. Dieser Abschluss, Erika, ist lebensnotwendig. Ein Großversandhaus. Wenn die zufrieden sind, nehmen sie uns die ganze Produktion ab. So ein Essen, das muss picobello sein. Natürlich. Das gehört einfach dazu. Erika, weißt du, was das bedeuten würde? Mhm. Komm, hilf mir mal. Keine Außenstände. Keine Absatzschwierigkeiten mehr. Dank dir. Das wäre gut für uns. Ja, das wär's. Sag mal, willst du sie nicht lieber doch mit dem Wagen abholen? Nein, Flugzeug beeindruckt mehr. Meine Privatmaschine, das klingt immer gut. Mhm. Nein, nein, solche Leute fliegen auf Äußerlichkeiten. Ich zeige Ihnen Schleswig-Holstein von oben. Mit dem Autoguck hätte ich sowieso nicht mehr geschafft. Und das Wetter? Die Sicht ist tadellos. Also dann? Viel Glück. Das kann ich brauchen. Mhm. Aus Düsseldorf. Haben Sie die neueste Ausgabe Aircraft International, bitte? Tut mir leid, die führen wir nicht. Dankeschön. Bitte. Freut mich, Herr Schilling. Arnold. Arnold? Volkowski. Herr Volkowski. Ich schlage vor, wir nehmen erstmal oben im Restaurant einen kleinen Drink als Verschnaufpause, bevor wir weiterfahren. Da können wir ein kleines informatives Gespräch führen. Gut, Herr Eggers. Bitte. Hier lang, bitte. Dankeschön. Geht es? Ja. Hatten Sie einen angenehmen Flug? Danke euch. Herr Eggers, wie lange brauchen wir denn nur noch bis zu Ihnen? Ein Katzensprung, Herr Schilling. Eine knappe halbe Stunde. Bis nach Rendsburg? Ausgeschlossen. Bei dem Lastwagenverkehr? Ich kenne dort diese Nord-Süd-Strecke. Den unangenehmen Autoverkehr wollte ich Ihnen ersparen. Ich fliege Sie selbstverständlich nach Rendsburg. Ich bin mit meiner Maschine gekommen. Oh, Sie haben eine Werksmaschine? Nein, eine Privatmaschine. Ein kleines Hobby muss der Mensch hier haben. Wir sind doch gerade erst geflogen. Irgendwann muss das doch mal aufhören. Herr Arnold, Sie werden sehen, das ist ein ganz anderes Gefühl als in so einem riesen Luftomnibus. Freie Sicht nach allen Seiten wie in einem Auto und trotzdem schneller und unbehinderter. Reizend. Ja. Dann würde ich sagen, trinken wir auf eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen dem Zentralversand und den Jan Eggers Strickwaren. Vertragen Sie keinen Alkohol, Herr Eggers? Als Pilot trinke ich keinen Tropfen. Der fliegt auch noch selbst. Ja, also zum Wohl. Wohlsein. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Sie werden sehen, unsere Heimat aus der Vogelperspektive ist ganz besonders reizvoll. An einem schönen Tag wie heute sieht man beide Meere, Ost- und Nordsee, gleichzeitig. Ich hoffe, ich kann Ihnen das bieten. Tja, Herr Eggers, wir haben uns Ihr Zahlenmaterial mal angesehen. Die Bilanz ist allerdings noch vorläufig. Auf jeden Fall sind Sie ganz schön verschuldet. Ja, aber die Umsatzsteigerung, die haben Sie doch sicherlich berücksichtigt, nicht wahr? Der Gewinn ist auch nicht ohne, der Betrieb ist gesund und bei einem Abschluss mit Ihnen... Nun, wir werden uns ja alles ansehen. Ja. Könnten Sie Ihr Sortiment noch ausweiten? Wir erzeugen schon heute sportliche Twinsets, Pullover und Polunder im modischen Rippenstrick und Lambers, Hosenanzüge, modisch zu kombinieren oder auch teils im Partnerlook. Wir werden uns das ja noch ansehen und im Detail besprechen. Tja, Ja, dann werde ich zur Abfertigung. Sie wissen ja, die leidige Bürokratie. Ich hole Sie in ein paar Minuten wieder ab. Bis dann. Opfer bringt man für dieses Unternehmen. 4 Flüge an einem Tag. Das hätte ich mir immer gewünscht. Ja, klar. Okay. Was haben wir gerade reinbekommen? Ja, Hansen. Danke. Die Akte. Ja, bitte. Eggers, ich möchte gerne meine Landegebühr bezahlen. Gerne, bezahlt keiner. Kennzeichen der Maschine? Delta Echo India Kilo Alpha. Ja. Flugzeugtyp? Eine Cessna 207. Von? Rendsburg. Nach? Rendsburg. Auf Konto? Nein, nein, ich zahle Bar.
Mark 13 Mark und 32 Pfennig, inklusive Mehrwertsteuer. Abgeschenkt, Herr Müller. Ja, ich komme gleich. Lohnt da überhaupt der Verwaltungsaufwand? Ich meine, eine Boeing 747 bringt doch sicherlich Tausende. Ah, wissen Sie, Kleinvieh macht auch Mist. Haben Sie auch wieder recht. So, Wiedersehen. Guten Flug. Danke. Auf welche Position ist B387? Ja, Müller? Ja, ich komme sofort. Bei den derzeit herrschenden geringen Luftdruckunterschieden strömt langsam feuchte und mäßig warme Luft in den Vorhersagebereich und die Flugstrecke. Dabei verstärkt sich überall der Dunst und es tritt verbreitet von den Küsten her hochnebelartige tiefe Schichtbewölkung ein, die über Waldgebieten zum Teil sogar auf der Erdoberfläche zum Aufliegen kommt. Die Sichten werden jetzt nur noch 1,0 bis 2 Kilometer betragen. Die Sichtflugbedingungen sind daher jetzt nicht mehr erfüllt. Sperr- und Gefahrengebiete haben wir nicht. Nein, haben wir nicht auf Ihrer Strecke. Sonst noch was zu beachten? Ja, bei Itzehoe finden von 7 bis 14 Uhr GMT Hubschrauberübungen statt. Das ist weit westlich von meinem Kurs. Als Alternates hätten Sie Hartenholm, Neumünster oder Kiel, aber das kennen Sie ja. Ja, natürlich. Und das Wetter, waren Sie bei der Met? Ja, nicht gerade strahlend, aber es geht. Wir können Sie nur Special VFR rauslassen. Unsere Werte sind unter dem Minimum für Sichtflüge, aber draußen reicht Ihnen die Sicht ja sicherlich. Dankeschön. Wiedersehen. Schön. Wiedersehen. Das hier ist meine Maschine. Was? Was? Ja. Wiegt sowas? Und ob? Die hat ja nur einen Motor. Ja, die kleinen sind die sichersten. Besser als so ein großes Ungetüm, das bis zum Stehkragen mit Kerosin aufgefüllt ist. Sie sehen, meine Herren, es kommt auf den Standpunkt an. Ja, aber die Großen haben ihre Motoren. Herr Arnold. Wenn der hier ausfällt, na, ich habe heute Abend Karten fürs Düsseldorfer Schauspielhaus. Herr Arnold, dieser Motor wird besser gewartet als jeder Automotor. Außerdem hat er zwei Zündsysteme. Ich habe damit noch nie Ärger gehabt. Ja, und wenn? Dann schwebt das Flugzeug wie an einem Fallschirm herunter zur Erde und wir können uns in Ruhe einen Landeplatz aussuchen. Da kann ich mich ja gleich in ein Segelflugzeug setzen. Na, Herr Eggers will ja schließlich auch am Leben bleiben, wie? Ja, es wird ein wunderbarer Flug. Und Sie können fliegen? Sonst dürfte ich es nicht. Bitte steigen Sie ein, mein Herr. Ja, ein Auto wäre mir lieber. Start war Ihnen nicht unangenehm. Gar nicht so übel. Mal was anderes. Man lebt noch, das ist die Hauptsache. Ganz komfortabel alles. Wie im Wagen. Wenn Sie wollen, können Sie auch rauchen. Und die vielen Knöpfe und Instrumente? Da wissen Sie von allem, was sie bedeuten? Das ist gar nicht so schwer, Herr Schilling. Da gibt es bestimmte Gruppen. Rechts von Ihnen für den Motor und hier links Fluganzeige und Navigationsinstrumente. In der Mitte ist die Funkanlage, das ist auch schon alles. Schön ruhig bisher. Ja, ja, wenn man Reiseflughöhe erreicht hat, fliegt die Maschine ganz ausgewogen. Schauen Sie mal, von selbst. Tun Sie mir gefallen, lassen Sie die Hand am Steuer. Nein, nein, Sie brauchen keine Angst zu haben, sie fällt nicht runter. Wollen Sie mal probieren? Nein, danke. Wo sind wir jetzt eigentlich?
Also da vor uns liegt Quickborn. In der Nähe ist das Himmelsmoor. Das ist das größte Hochmoor hier in Holstein. Ganz hübsch. Mal nicht in 10.000 Meter Höhe. Sieht aber ziemlich trübe aus. Dass Sie sich da auskennen? Keine Sorge, Herr Borkowski. Zwischen Elbe und Nordostseekanal kenne ich jeden Feldweg. In the misty moonlight, by the flickering firelight, any place is all right, long as I'm with you. As long as I'm with you. In a faraway land, on a tropic sea sand, if your hand's in my hand. So, meine Damen und Herren, wir schalten jetzt wieder zurück nach München, live ins Dante-Stadion. 400 Meter Endlauf. Der Männer? Dass Sie noch was sehen? Alles Übungssache, Herr Schilling. Es gibt schlechteres Wetter. Ja, aber es versteckt sich ständig. Finden Sie nicht? Also bei Hamburg war die Sicht noch besser. Geradeaus erkenne ich gar nichts mehr. Nur unter uns. Ich brauche mich nur an die Straße zu halten. Sehen Sie, da unten ist die Straße zwischen Kellinghusen und Hohenweststedt. Die brauchen wir nur entlang zu fliegen. Sehen Sie, das erinnert mich an die berühmten letzten Worte. Was für berühmte letzte Worte? Na, die letzten Worte eines Menschen. Also, selbstgepflückte Pilze schmecken am besten. Liebling, diese Kurve musst du mit 90 nehmen. Oder Schatzi, der Pilot wird schon wissen, was er tut. Sehr geschmackvoll, Herr Borkowski. Ist das da nicht ein Sendemast? Den habe ich längst gesehen. Der ist doch noch ein ganzes Stück unter uns. Aber Eggers, ich habe da neulich gelesen von einem Sportflieger, der ist so niedrig geflogen, dass er mit seiner Tragfläche eine 220.000 Volt Leitung einfach durchschnitten gekappt hat. Ich meine. Ja und? Was ist passiert? Nichts. Er konnte noch landen. Sehen Sie, dann ist doch alles in bester Ordnung. Darling, just believe your eyes and look, look. My heart is an open book. I love nobody but you. Look, look. My heart is an open book. My love is honest and true. Some tell it to and to. Loves us apart. That's why he's telling you that I've got the cheating heart. Wissen Sie überhaupt noch, wo wir sind? Herr Eggers, haben wir uns verirrt? Ja, natürlich haben wir uns verirrt. Geben Sie es doch wenigstens zu, dass wir uns verirrt haben. Also auf den Meter genau weiß ich im Augenblick natürlich auch nicht. Na, irgendwo werden wir schon sein. Also lassen Sie Ihre Witze, die sind hier zu unangebracht. Ungefähr weiß ich es natürlich. Ich muss nur die Eisenbahnlinie zwischen Neumünster und Heide finden. Wenn wir die haben, ist alles klar. Dann können wir notfalls auch auf dem dortigen Flugplatz landen. Das ist eine reizende Situation. Hätte ich mich in Hamburg nur geweigert, in dieses Wahnsinnsgefährt zu fliegen. Sie fliegen ja immer tiefer. Wie hoch sind wir eigentlich? 300 Fuß, das sind rund 100 Meter. Sie müssen sofort steigen, viel höher, viel höher! Das geht leider nicht, Herr Schilling. Die Maschine ist nicht für den Blindflug ausgerüstet. In den Wolken und im Nebel würden wir sofort das Empfinden für oben und unten verlieren. Ja, aber es gibt auch Funkfeuer, Radiokompass, damit kann man doch den Weg zum Flugplatz finden. Sowas haben wir leider nicht. Na, lass dich doch durch Radar zum den Weg zeigen. So hoch sind wir wieder nicht. Hier unten erfasst uns kein Gerät. Und höher, wie gesagt, können wir nicht. Aber bitte haben Sie keine Angst. Doch, Sie haben doch selber Angst. Geben Sie es doch zu. Wie konnten Sie bei dem Wetter mit uns losfliegen? Sehr unverantwortlich ist das. Allein können Sie sich das Genick brechen, so oft zu wollen. Aber mit Gästen? Unverantwortlich ist das. Die Debatte ist doch ziemlich sinnlos, Herr Arnold. Ich begreife nicht, wie Sie so ruhig bleiben können. Kapieren Sie eigentlich unsere Situation? Keine Sorge, mein Bester.
Bisher ist noch keiner oben geblieben. Sehr witzig. In that small cafe, the park across the way, the children carousel, the chestnut tree, wish you were I. In every lovely summer day, in everything. Jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Herrgott, wir gehen zugrunde. Faszinierend, wie man in so einer Situation gleich fromm wird. Wir sind doch nicht etwa über dem Meer. Es gibt ja schließlich hier zu beiden Seiten. Ja, da können wir uns aussuchen, Nord- oder Ostsee. Nein, sehen Sie doch, da sind lauter Koppeln und da ist auch ein Dorf. Haben Sie die Orientierung wiedergefunden? Also weit vom Kurs können wir nicht entfernt sein. Das Dorf kommt mir bekannt vor. Nee, wir sind jetzt genau eine Stunde unterwegs. Eine Stunde! Nach 30 Minuten sollten wir da sein. Also allzu weit nach Norden können wir gar nicht kommen. Rendsburg liegt am Nord-Ostsee-Kanal und das ist als Auffanglinie nicht zu übersehen. Beruhigend. Also meine Herren, ich halte es für richtiger, wenn wir vorübergehend landen. Vorübergehend landen? Hier gibt es denn hier überhaupt einen Flugplatz? Nein, nein, wir machen eine Außenlandung auf einer Wiese. Wiese? Herr Anhold, dieses Flugzeug ist dafür eingerichtet, auf dem Rasen zu landen. Wir haben in Rendsburg auch nur Gras. Ja, aber hindernisfrei und hier Hecken, Weidezäune. Ja, und alle elektrisch geladen. Bäume und Vieh und Erdlöcher. Man liest so viele Eggers. Das wird doch gut gehen, oder? Ich verlange, dass wir weiterfliegen. Und ganz hoch! Also so spannend hätte ich mir allerdings diese Besichtigung nicht vorgestellt. Ach, halten Sie den Mund, Sie Nihilist. Mal sehen, ich glaube, das ist ein geeignetes Gelände hier. Ein Haus ist auch da können wir telefonieren. Telefonieren? Sehen Sie doch erst mal zu, dass wir lebendig runterkommen. Diese Wiese nehmen wir. Keine Angst, meine Herren, das ist eine ganz normale Sache. Normal. Ich fahre jetzt die Klappen voll aus. Wir werden vermutlich ganz sanft aufsetzen. Herr Borkowski? Ja? Nehmen Sie vorsichtshalber die Brille ab. Und wenn Sie wollen, ziehen Sie die Knie ganz dicht an den Leib und schützen den Kopf mit den angewinkelten Armen. Was ist denn los? Sie entfernen sich ja wieder. Ja, ich wollte nur das Terrain sondieren. Jetzt werden wir gleich landen. Haben Sie keine Sorge, meine Herren. So, meine Herren, jetzt werden wir landen. Gleich setzen wir auf. Wir haben aber Glück gehabt. Donner Wetter. Also landen können Sie. Mein Herr, es ist mir sehr peinlich, dass ich Ihnen diese Ungelegenheiten bereiten musste. Aber das ungünstige Wetter, das konnte keiner voraussehen. Ja, da kommt ja jemand. Guten Tag. Tag, der Herr. Kann ich was für Sie tun? Ja, sehr freundlich. Wir müssen dringend mal telefonieren nach einem Taxi oder Mietwagen oder so. Na, dann kommen Sie mal mit uns zu mir. Steigen Sie wieder auf. Thank you.
Also besten Dank, Herr Koch. Ja, gern geschehen. Ich komme bei Wetterbesserung und regel dann das Nötige. Gut, gut. Gute Reise, meine Herren. Danke. Guten Tag, meine Herren, wo wollt ihr hingehen? Sonst fahren Sie bitte sofort nach Hamburg zum Flughafen. Diesen Herrn setzen Sie am nächsten Bahnhof ab, von dem er zum da Rendsburg fährt. Herr Eggers, ja. Für jemanden, der etwas von Fliegen versteht, war Ihre Landung auf der Wiese sicher vorbildlich. Danke. Und ich, der ich zum ersten Mal in so einer kleinen Kiste geflogen bin, mir die Sache fast ein klein wenig Spaß gemacht. Aber die anderen beiden Herren, naja. Soll das heißen, dass Sie vielleicht jetzt doch noch nach Rendsburg kommen? Nein, heute sicher nicht. Aber das ist noch lange kein Grund, das Flugzeug zu verkaufen. Weißt du, ich finde schon noch eine andere Geschäftsverbindung. Ja, sicher, ja. Die Maschine verkaufe ich natürlich. Was? Ja, ich meine, wenn wir in Zahlungsschwierigkeiten geraten, bestimmt. Natürlich, ja. Ach, es war Pech. Einfach Pech. Zuerst waren Sie ja begeistert vom Fliegen. Richtig begeistert. Komm, lass uns essen. That the love line in your eyes forever will shine. Till the roses turn to azure, till the organ turns to rust. If you never come, I'll still be there. Till the moonlight turns to dust. Oh, I love to hear the choir in the chapel in the moonlight as they sing, oh, promise me forever be mine.